Mein Name ist Katharina Dahme, ich bin von der Deutschen Linkspartei Die Linke, wohne in Berlin und nehme teil hier an der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, um über die Zusammenhänge von Neoliberalismus und Faschismus zu reden. In Deutschland beschäftigt uns vor allem das Erstarken der Alternative für Deutschland, AfD, die in den letzten Jahren in alle möglichen Landesparlamente eingezogen ist, auch im Bundestag sitzt und so die deutsche Politik maßgeblich beeinflusst. Und bei uns, glaube ich, würde man einen Fehler machen, wenn man das immer so diskutiert als einen Aufstand der Abgehängten, sondern die AfD besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Klientels. Das ist ihre große Stärke, dass sie als politische Formation verschiedene Klientel zusammenbindet. Ein konservatives Klientel, was mit der Modernisierung ihrer Partei nicht einverstanden ist, sozialdemokratisches Klientel, aber eben auch ein genuin rechtsextremes Klientel, das es immer schon gegeben hat und was jetzt sich einfach nur ausdrückt in einer starken AfD, die von vielen verschiedenen Klientels gewählt wird. Ich glaube, dass vor allem deswegen auch die AfD so stark werden konnte, weil sich darin der Aufstand der Privilegierten ausdrückt. Also nicht eben nur die Abgehängten, die über einen bestimmten identitätsstiftenden Diskurs auch mit eingebunden sind, sondern darin drückt sich auch aus, dass es in den letzten Jahrzehnten gelungen ist, viele liberale Werte durchzusetzen, zu erkämpfen und dass ein Stück weit die Privilegierten, die Eliten, die sich dadurch angegriffen fühlen und bedroht sehen, dass sie ein Stück weit auch zurückschlagen und sich formieren, um sich gegen diese Entwicklung zu wehren. Die Deutsche Linke hat viele Aufgaben. Sie hat vor allem im Moment noch das Problem, aus meiner Sicht, dass sie keine einheitliche Strategie hat, sondern dass sie verschiedene Analysen und Strategien im Moment gegeneinander stellt. Und da müssen wir dringend drüber reden, wie man den Faschismus bekämpft. Ich glaube, dass sie ganz viele Dinge tun muss. Ich glaube, sie muss einerseits eine militante Verhinderungstaktik fahren, also sie muss Räume nehmen, weil überall, wo man die Rechten gewähren lässt, werden sie auch stärker. Also man muss die Normalisierung stoppen und das zurückdrehen. Man muss andererseits aber auch breite Bündnisse mit allen demokratischen Akteuren gemeinsam gegen die Rechten machen. Also breite Bündnisse, die aber gleichzeitig verhindern, dass man diesen Diskurs bedient, der sagt, wir als rechte Partei gegen alle Etablierten. Also man darf gleichzeitig nicht Teil des Establishments werden, des neoliberalen Establishments. Und man muss drittens eine verbindende Klassenpolitik machen als linke Partei. Das heißt, organisierende Partei von unten sein, die gemeinsame Interessen von verschiedenen Klientels gebündelt und Menschen organisiert, sich dagegen zu wehren. Man muss sich aber auch als Partei verankern, in den Stadtteilen, in den sozialen Brennpunkten, in den Gewerkschaften, in den Betrieben. Also man muss überall eigentlich als linke Partei sich an der Basis unten organisieren und darüber hinausgehend auch langfristig eine Perspektive haben und ein Gesellschaftsbild anbieten. Was ist eigentlich unsere Alternative zum bestehenden Kapitalismus? Weil man darf im Kampf gegen rechts nicht den Eindruck erwecken, dass man den Status quo verteidigt, sondern man muss eine eigene Utopie entwickeln. Also man muss stärker ausbuchstabieren, was ist eigentlich unsere Vorstellung von einem demokratischen Sozialismus? Ich glaube, es gibt auch in der Linken eine Debatte darum, ob man sich auf die sozialen Fragen konzentrieren muss. Und ich glaube, man muss die sozialen Fragen immer nach vorne stellen, aber was man nicht vernachlässigen darf, ist dabei auch deutlich zu machen, dass unsere Alternative eine antirassistische Alternative ist. Also man muss, glaube ich, auch den Rassismus thematisieren, den es in großen Teilen auch unserer Zielgruppen gibt. Und ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, da einseitig nur auf die sozialen Fragen zu gehen.